So, wir kommen im Lager. Sorry für den Zwischenfall beim letzten Mal. Früher wäre das ganz anders. Wir wollten zu... Ich bin voll rausgekommen deswegen. Zu Laris und wollten unsere Punkte in Geschick investieren. Genau, was ich noch sagen wollte ist... Hallo! Dass wir dann... Ich will mich verbessern. Danach den Ring wieder anziehen können. Und dann tatsächlich über 100 Punkte kommen können. So. Jetzt haben wir 100 Geschicklichkeitspunkte. Und ziehen jetzt wieder den Ring an. Wo ist er denn da oben? Und haben jetzt 105. Ja, also... Wir machen schon sehr gut Schaden jetzt. Vielleicht hat Wolf noch einen besseren Bogen. An der Geschichte des Wunderbares. Und danach reden wir mal mit Lee, dem Chef der Söldner. Laris ist ja der Chef der Banditen. Und Lee ist quasi auch das Oberhaupt des Lagers, auch wenn die Wassermagier hier auch viel zu sagen haben. Hallo! Handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Felle und Häute von den Jägern. Wenn du an sowas rankommst, kaufe ich dir die Sachen ab. Ja, das kann schon sein. Ui, 4000 Herz hat der Kerl. Das ist ja Hammer. Und 1000 Pfeile. Uiuiui. Aber wir haben dann doch noch einen besseren Bogen. Alles klar. Ja, Lee ist hier oben. Und, ja gut, was ich jetzt sagen will, das sagt eigentlich jetzt der Typ am an dem Tor direkt schon. Ich höre nicht mehr auf Mike. Du weißt, wo du hier hinkommst? Wohin? Hier geht es zu Lee, unserem Anführer. Was muss ich machen, damit er mich zu Lee lässt? Gar nichts. Das hier ist nicht das alte Lager und Lee ist nicht Gomez. Er braucht keine Armee von Schergen, hinter denen er sich verstecken kann. Er kann sich selber verteidigen. Wir sind nur hier, falls er uns braucht. Oh, wenn du meinst. Ja, denn wir dürfen tatsächlich eigentlich schon von Anfang an zu ihm. Der Geschichte muss... Es war doch... Können wir mal mit Oryk reden? Wie sieht's aus? Wie immer! Wir passen auf, dass keiner den Magiern und dem Arzt zu nahe kommt. Wer hat dir das Sagen? Wir Söldner folgen alle Lee. Er hat den Deal mit den Magiern gemacht. Wir beschützen sie und sie bringen uns hier raus. Also führen die Magier das Lager? Nein, niemand führt das Lager. Die meisten hier sind einfach Männer, die im alten Lager nicht bleiben konnten oder wollten. Hier kocht jeder sein eigenes Süppchen. Die Jungs sind sich nur in einem einig. Besser das ganze Erz auf einen Haufen schütten und in die Luft jagen, als es dem verdammten König in den Rachen zu schieben. Könnt ihr noch einen guten Mann brauchen? Lee wird keine Leute bei den Söldnern zulassen, die nicht schon eine Zeit lang hier waren und Erfahrungen gesammelt haben. Wenn du hier im Lager bleiben willst, musst du dich zuerst mit den Banditen rumschlagen. Ich hab Sumpfkraut dabei. Willst du was? Warum nicht? Gib mir was für 10 Erz. Frag mal ein paar von den anderen Jungs, die wollen sicher auch was. Das passiert mir nicht nochmal. Oh, da können wir tatsächlich noch Sumpfkraut verkaufen bei ihm. Ja, und das hier ist Lee, den finde ich ja sehr cool. Du bist der Chef der Söldner, richtig? Das ist richtig, mein Junge. Was sind die Aufgaben eines Söldners der Magier? Ganz einfach. Beschütze das Erz, beschütze die Magier. Manchmal haben die Magier aber auch eine besondere Aufgabe für einen von uns. Ich will ein Söldner der Magier werden. Bin ich jetzt soweit? Deine Taten für die Bruderschaft in der alten Mine haben gezeigt, dass du einiges drauf hast. Ich wäre bereit, dich in die Reihen der Söldner aufzunehmen. Ich gebe dir eine Chance. Was meinst du? Ich will Söldner werden. Eine gute Entscheidung. Du wirst sie nicht bereuen.
Sag mir eins, warum hast du dich uns angeschlossen und nicht dem alten Lager oder der Bruderschaft? Ich wollte von Anfang an die Freiheit. Wir werden uns unsere Freiheit zurückholen! Willkommen, Söldner! Ja, jetzt sind wir tatsächlich Söldner, wie man hier auch sehen kann, bei Gilde. Wir haben jetzt mal eine etwas komische Rüstung. Ich glaube, es sind noch die einzigen, die mit dieser Rüstung rumrennen. Also, ich kenne sonst keinen. Ich hoffe, dass wir schleunigst mal eine bessere kriegen, weil die auch eigentlich ein bisschen blöd aussieht. Fragen wir mal Lee nach einer besseren Rüstung. Hallo. Tag. Oh, bei ihm können wir auch Zweihänder lernen. Ich brauche eine bessere Rüstung. Die Rüstungen musst du dir erst verdienen. Außerdem sind sie nicht ganz billig. Die mittelschwere Rüstung kostet 1.650 Erz. Das versuchen wir uns jetzt mal zu ertauschen bei Wolf, denn er hat ja reichlich Erz, wie wir gesehen haben. Ah, vielleicht können wir gerade noch mit Gorn reden, er freut sich bestimmt. Oder hier mit Torloff, den habe ich ja ganz vergessen. Sei gegrüßt. Wer bist du? Ich bin Torloff. Hab als Maat auf einem der königlichen Kriegsschiffe bei einer Meuterei mitgemacht. Kam nicht so gut an. Der größte Teil der Mannschaft war auf der Seite des Kapitäns. Seitdem bin ich hier. Lass mich vorbei. Fand ich auch ganz interessant. Sonst hat er aber nichts zu sagen. Na hier, Gorn. Vielleicht sagt er irgendwas Nettes noch, weil wir jetzt Söldner sind. Wenn er fertig getrunken hat. Wäre das ganz anders gelaufen. Hallo. Nein. Bis später. Tatsächlich nichts. Na gut. Handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Felle und Häute von den Jägern. Wenn du an sowas rankommst, kaufe ich dir die Sachen ab. Boah, jetzt hat er sogar 9000 Erz. Uiuiui. Ah, wir haben doch genug Erz. Was mache ich denn? Naja, gut, dann verkaufe ich mal die ganze andere Rüstung. Ja, schon schwer zu glauben, dass die Rüstung, die wir gerade tragen, mehr Schutz bietet als die, die wir vorher hatten. Obwohl die nur die Schulter und die Beine bedeckt. Na gut. Verkaufen wir zumindest den ganzen Krempel. Was noch? Amulett der Flammen, das hebe ich mir jetzt mal auf. Schutz der Pfeilen. Brauchen wir eigentlich auch nicht. So viele Gegner mit Pfeilen gibt es nämlich nicht. Sumpfkraut. Pfeife. Becher. Die Minecrawler-Eier. Der gar nicht alle gebraucht, wie? Der gute Korkalom. Also gut, dann immerhin. Noch ein bisschen. Ich glaube, die schwere Söldnerrüstung können wir noch nicht nehmen, weil wir die uns erst wirklich verdienen müssen. So, fragen wir ihn mal nach der mittleren. Das wäre ja schon mal ein Fortschritt. Weil so richtig wie einer von den Söldnern hier sehen wir nicht aus. Weil hier, er hat die mittlere an Haut. Und er hat halt die schwere an. Die sieht halt schon richtig cool aus. Da freue ich mich schon drauf. Ich habe da lieber gar nichts dazu. Ich höre nicht mehr auf. An der Geschichte muss doch wohl was dran sein. Hallo. Ich brauche eine bessere Rüstung. Die Rüstungen musst du dir erst verdienen. Ja, fragen wir ihn einfach mal nach der schweren. Gib mir die schwere Rüstung. Du bist noch nicht so weit, die schwere Rüstung zu tragen. Komm wieder, wenn du erfahrener geworden bist. Das fand ich auch mal witzig, dass er da mit der falschen Stimme spricht. Warum auch immer. Ich möchte die mittelschwere Rüstung haben. Diese Rüstung ist ein ordentliches Stück Arbeit. Sie wird deinen Körper gut schützen. Ja, immerhin. Besser als das Ding, was wir hier haben.
So. Ja, jetzt sehen wir schon aus wie ein echter Söldner. Hat gute Rüstungswerte. Auf jeden Fall. Also schon 10 mehr als die, die wir vorher haben. Ja. Schon klasse. Gut. Kann ich auch schon mit den Wassermagiern reden oder... können wir nicht. Wir brauchen ja erst die Parole, um durchzukommen. Das brauchen wir erst gar nicht versuchen. Das ist nur wirklich nicht mein Problem. Ja, und die jetzigen Lernpunkte, die wir kriegen, versuche ich in Armbrust zu stecken. Jo. Weil die sind auch stärker als der Bogen. Damit können wir dann auch gut Schaden machen. Ach, können ja gerade mal Shrike verprügeln wegen seiner Hütte. Ich hoffe, das klappt jetzt. Ich muss zwar ein bisschen wieder zurücklaufen, aber ist ja nicht weit. Und danach müssen wir halt wieder Richtung Sumpflager laufen. Wir müssen zum Ork-Friedhof laufen. Ah ja, wir müssen ihn einfach nur verprügeln. Ich mach mal gerade hier einen Sekundärspielstand. Falls was bei der Aufnahme schief läuft. Wie nenne ich den? Gothic. So. Ganz einfallsreich. Dann. Schon gut. So. War ein guter Kampf. Sogar nichts für uns, der Shrike. Das ist jetzt unsere Hütte. Das klären wir noch mit ihm. Mal sehen, wie er das findet. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Mach, dass du wegkommst. Wir sprechen uns noch. So. Ich glaube, mit Gorn können wir dann noch reden. Hallo. Shrike hat sich eine andere Hütte gesucht. Gut. Gerade noch hat mich Tarloff darauf angesprochen, dass er dem Burschen das Fell über die Ohren ziehen wollte. Bis später. Ja. Jetzt nur neu, der hinterlässt wieder eine schöne Blutspur. Nun zum Sumpflager. Und wenn wir Shrike gerade verprügeln konnten, ich denke, Lefty wird dann auch kein Problem für uns sein. Obwohl Shrike hier gar nicht zurückgeschlagen hat. Da kam er gar nicht zu. Der sah eher aus, als würde er wegrennen wollen. Aber halt bei Lefty glaube ich halt wirklich, dass die anderen noch da intervenieren. Hallo. Wie ist die Lage zurzeit? Die Schürfer sammeln noch. Wenn sie genug Erz haben, jagen wir den Haufen in die Luft. Pass auf deinen Rücken auf. Gut, hier speichere ich mal wieder. Denn er wird jetzt sauer sein. Hey du! Ich habe dir doch gesagt, du sollst den Bauern Wasser bringen. Ich mag es nicht, wenn man mir Sachen verspricht und sie dann nicht hält. Schon gut. Ein... Wir haben damals mehr ausgehalten. Ui, der Reislord. Ganz ruhig. Alles in Ordnung. Mach ihn fertig. Der hat genug. Oh ja. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen.
Ja, der klaut die Waffe vom Reislord, oder wie? Du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen, Mann. War ein guter Kampf, aber jetzt ist gut. Das wird dir noch leid tun. Na, mein Freund? Mann, was willst du? Die Bauern sehen durstig aus. Ich kümmere mich drum, mach dir keine Sorgen. Hallo, Freund. Du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen, Mann. War ein guter Kampf. Aber jetzt ist gut. Ja, das ist doch mal schön. Lefty verteilt jetzt selber das Wasser. Vielleicht freut das ja Horatio. Hallo. Danke für deine Hilfe. Nutze dein Wissen für die gerechte Sache. Und nur dafür. Okay. Scheinbar eher nicht. Heilkräuter sind hier. Die da oben heben wir uns auf für später, denn da kommt noch was, wo man die dann eher für gebrauchen kann. Wenn das die richtigen sind. Ich glaube, das waren wirklich die vierblättrigen. Ich halte mich. Ja, und jetzt zum Orkfriedhof. Der schon ein wenig übler ist, wie ihr sehen werdet. Was haben wir denn noch für Missionen? Oh, nur den Orkfriedhof tatsächlich. Ja, haben wir jetzt, weil wir Shrikes Hütte haben und Lefty verprügelt haben. Ja, so Nebenquests sind jetzt, soweit ich wirklich weiß, nicht mehr vorhanden. Bis auf wenige Ausnahmen, aber das ist schon interessant. Ja, und wenn wir Armbrust gelernt haben, können wir ruhig die ganzen Lernpunkte in Stärke stecken. Ne, Geschick haben wir ja maximal verbessert. Bogen auch, also Armbrust und Stärke können wir machen noch. Also auf jeden Fall Armbrust. Guck, da ist wieder ein Goblin. Ich hab irgendwie die Axt und nicht den Bogen. Aber das bringt ihm auch nichts mehr. Ich glaube, die schwere Söldnerrüstung kriegen wir dann erst ab Kapitel 4. Wenn ich mich nicht irre. Naja, die Templer laufen tatsächlich jetzt zur alten Mine. Wieder wegen dem Minecraft-Sekret. Hier liegt sogar noch unsere Fackel, die wir mal verloren haben. Interessant, dass die noch brennt. So, die Mowred machen wir noch. Fertig. Sollen wir bis von hier aus treffen? Ja, tatsächlich. Das ist ja. Der Bogen ist ja ein wahres Wunderding. Keine mehr drin.
Wir müssen auch genug Pfeile haben, glaube ich. 370, ja, ich denke mal, das reicht für den Ork-Friedhof. Eher Heiltränke bräuchten wir. Ja, aber ich glaube, da drin finden wir auch Heiltränke. Ich denke, das wird uns aber auch gut. Es wird gut für uns sein, dass wir Geschick maximiert haben. So. So, hier über die Brücke. Und dann stoßen wir auch schon auf. Ich speichere gerade mal. Beißer. Das sind auch so eine Art die Dinosaurier von den Orks. So. Die auch einen Maulkorb haben. Und dahin sehen wir auch schon einen Ork. Ich dürfte der erste Ork sein, den wir bekämpfen. Die halten ganz schön was aus. Na gut, dass wir kritische Treffer gelandet haben, aber da dürften jetzt die anderen kommen. Jo. Aber mit Pfeil und Bogen, das ist schon top. Ich glaube, da ist noch einer. Erledigen wir den rechtzeitig? Ja, das sieht gut aus. Klasse. Boah, scheiße. Da kommt ja noch einer. Boah. Okay, ich wusste nicht mehr, dass es vier sind. Ich habe jetzt nur noch mit drei gerechnet. So. Und das ist der Ork-Friedhof. Ja, wie man schon sieht. Ein toter Templer. Also ist, glaube ich, nicht allzu gut gelaufen, was die Sumpflagerleute hier suchen wollten. Die ganze Expedition. Also immer rein da. Ja. Ich speichere lieber. Ja. Sehr bedrohlich hier. Ja, aber erstmal die Orks beseitigen. Auf jeden Fall in diesen, wenn wir, also wirklich, was ist denn hier los? Wenn wir es schaffen sollten, da hochzukommen, auf jeden Fall die Mumien plündern. So. Denn die haben einige Tränke und sonstige Gegenstände dabei. Das sind halt tote Orks.
wie der Name Orkfriedhof schon vermuten lässt. Und ja, das sind schon zwei Heiltränke. Um die Verschlossenen jetzt zu öffnen, müssen wir gleich einen Schalter drücken. Mondschatten, Mondschatten, Mondschatten. Ich glaube, die gibt es nur hier, aber mit den ganzen Kräutern, das ist halt im ersten noch eher unwichtig. Oh, ich glaube, ich nehme mal gerade eine Fackel. Das wäre, glaube ich, ganz gut. So. Aber ab Teil 2 gibt es ja dann Alchemie. Und da bringen dann wirklich die Kräuter was. Ach, hier ist auch ein Schalter. Ist halt auch wirklich gar nichts dabei, aber das macht ja nichts. Schauen wir mal, was jetzt noch offen ist. Jetzt weiß ich aber halt wirklich nicht, bei welchem wir schon waren. Bisschen gruselig hier. Immer dieses ins Ohr hauchen, was auch immer das ist. Irgendwas, was immer macht. Uiuiui. Schreit ja jemand. Ja gut, dann sag ich mal, was das jetzt erstmal hier in dem Gebiet. Wir gehen dann weiter. Und, Orks. Schluss damit. Diese fiesen Orks. So, stellen wir das jetzt mal ein bisschen anders an. Genauso, nur dass einer nicht hergekommen ist. Ja. Hat aber eben noch einer geschrien.
Ach, da unten schreit er immer noch. Oh nein, nicht auf ihn schießen. Da sollte aber eigentlich tot sein. Warum lebt denn der noch? Weil eigentlich liegen hier zwei Templer. Boah. Also für die Orks. Danke für deine Hilfe. Du bist wirklich in letzter Sekunde gekommen. Chor Angar schickt mich. Habt ihr irgendein Zeichen des Schläfers gefunden? Bisher noch nicht. Aber was ist mit Iberion? Ist er wieder zu sich gekommen? Nein, er ist immer noch ohnmächtig. Wir müssen dem Rätsel dieser Höhlen auf den Grund gehen. Nach all den schrecklichen Verlusten kann ich nicht mit leeren Händen zur Gemeinschaft zurückkehren. Doch meine Kampfkünste sind sehr begrenzt und die Orks sprechen nicht auf meine magischen Kräfte an, so wie es die leichtgläubigen Menschen aus dem alten Lager tun. Wenn dich schon unsere Bruderschaft schickt, vielleicht könntest du mir bei der restlichen Erforschung dieser Gruft helfen. Ja, wir müssen aber erstmal den Ork hier. Wo ist er? Also, das finde ich ja jetzt auch schon. Der ist mir ein bisschen suspekt. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ja, kletter du mal da rum. Ich erschieße dich in der Zeit. In der Zwischenzeit. Da kommt jetzt noch einer, oder? Der eiskalt, wenn ich mich unterhalten, weil den letzten Templer noch umgebracht. Der ja eigentlich eh tot sein sollte. Also. Seltsam. Ich werde dir helfen. Gut, sehr gut. Aus dieser Halle führen drei Stollen. Wir sollten sie alle durchsuchen. Geh voraus, ich folge dir. Alles klar. Das ist schon ein sehr unangenehmer Ort, dieser Ork-Friedhof. Boah, jetzt sind hier zwei da. Die machen aber auch so fiese Geräusche, also diese Sachen, die die da sagen. Ich sehe aber auch nur ich das so. Und bin da ein bisschen so ein Schisser oder sowas. Kann natürlich auch sein. Aber ich persönlich, ich finde das echt übel. Da ist noch ein Ork. Hier geht es nicht weiter. Vielleicht bergen die Nischen hier Hinweise. Ja, den Schalter drücken wir mal doch. So. Schon ist es offen. Trank, ein Kruschpach, eine Pergamenthälfte und ein Trank. Ich habe dieses Stück Pergament hier gefunden.
Das sieht aus wie eine orkische Zauberspruchrolle. Aber sie ist mitten durchgerissen. Es muss noch eine andere Hälfte davon geben. Gut, aber die nächste Hälfte, die suchen wir dann am besten im nächsten Teil. Deswegen beenden wir jetzt mal diesen Teil. Und ich sage euch, passt auf euren Rücken auf, vor allem hier in diesem Orkfriedhof. Also, bis zum nächsten Mal.